Und damit wünsche ich euch ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play DC Universe Online. Und was müssen wir jetzt machen? Die Atlanta teleportieren sich mit magischen Gezeitenbecken weiter in die Suicide Slums. Erledige ihre Verstärkung und stelle ihre entführten Opfer wieder her, bevor die Gezeiten sie an sich reißen. Jo, aber erstmal habe ich einen Fertigkeitspunkt erhalten. Bogen, was gibt's da denn Neues? Schleudere den Pfeil mit einem Nahkampfangriff in die Luft. Ja, warum nicht? Wie geht das? Cool. Na dann. Auf geht's Richtung Verstärkung und durchnässte Zivilisten. In den Suicide Slums. Suicide Slums. Der hat uns hier doch sicherlich schon geholfen, oder? Wenn ich ihn entfinde. Eins, zwei, fünf, ne? Nein. Wo sind denn durchnächste Zivilisten hier? Da. Seine Einmischung wird uns nicht aufhalten. Für König Arthur und Königin Mara. Doch, sie wird euch aufhalten. Der hat keinen schönen Spruch auf Lager. Den haben wir auch noch in die Gruppe rein. Du wirst vernichtet ebenso wie die anderen Landbewohner. Der ist auch noch dabei. Perfekt. Ja, dann haben wir doch eine ganz vernünftige Gruppe jetzt zusammengestellt dieser hier. Dieser Landbewohner will sich wohl für die Transformation freiwillig melden. Halt doch einfach die Schnauze. Doch. Für König Arthur und Königin Mara. So, wo gibt's noch welche? Da hinten. Da. Du wirst vernichtet ebenso wie die anderen Landbewohner. Ich weiß, hast du schon oft gesagt. Ich habe keine Angst vor dir. Vor mir musst du auch keine haben. So, nächster. Und ja, hier können wir jetzt wieder abräumen ein bisschen. Weg da. Deine Einmischung wird uns nicht aufhalten. Für das können wir ja schon. Und Königin Mara. Zwei noch. Einer noch. Dieser Landbewohner will sich wohl für die Transformation freiwillig melden. Ja, mein Gott, es nervt auch irgendwann, wenn die da immer das gleiche sagen. Sabotiere. Teleport. Gezeiten, Tümpel, Skorpionen und Fische. Ich bin schon dran vorbeigeflogen. Ja, womit soll ich denn jetzt anfangen? Ich würde sagen, hiermit. So. Zu Ende sabotiert. Jetzt der hier. Und noch der da hinten. Hä? Wo ist das? Achso, unten wahrscheinlich.
Ergreife den Landbewohner! Hä? Ich kann keinen Kontakt mit Aquaman herstellen. Er ist der König von Atlantis. Er müsste das stoppen können. Sicher. Er und Königin Mara führen eine Rasse stolzer Atlanta an. Aber in Metropolis einzufallen scheint etwas übertrieben. Ah ja. Aber ja, der Dings konnte ja auch schon nicht mit dem reden. Dieser grundlose Angriff muss gestoppt werden. Aquaman wird meinen Gruß nicht beantworten. Ich befürchte das Schlimmste. Er würde diese Invasion niemals billigen. Ah ja. Natürlich nicht. Knie nieder vor denen, die über dir stehen, armseliger. Ja, also warum kniest du nicht vor mir nieder? Oh, 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 man muss sich zerstören. Flucht der Sklaventreiber, Fischmenschen. Achso. Ihr werdet bald alle Sklaven sein. Das ist doch okay. Funktioniert die Mission? Ja. Sehr viel hier. Ist nicht so, dass hier ganz viele immer auf einmal sein sind. Wow. Es geht schnell, die Mission. Beziehungsweise die Mission ist ja an sich immer noch die gleiche. Nur halt in einem neuen Kapitel sind wir hier angekommen. Ja, zerstöre Gezeitenkristalle, das tun wir hier die ganze Zeit. Gezeitenfragmente, atlantischen Sklavenhalter. Ist das ein fetter Mittelfinger? Ich weiß es nicht. So, jetzt hier der nächste. Machen die anderen überhaupt noch was? Ich habe so das Gefühl, ich mache hier gerade alles alleine. Warum wir jetzt die Becken sabotieren sollten, das weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht. So, jetzt müssen wir nur noch die atlantischen Heinis besiegen, gell? Da ist einer. Da ist einer. Ergreife den Landbewohner. Oh, zwei. Oh, ein Tigerhai. Und ich habe keine Superkraftdinger mehr. Dafür sind die Fuchshaie einfach zu besiegen. Was ist das hier eigentlich da hinten? Ist das so ein Port oder ein Containerhafen? Da war ich ja noch nie. Das ist ja geil. Da war ich echt noch nie hier. Interessant. Sehr interessant. So, da hinten sind ein paar. Und einer noch. Den nehmen wir, den dahinter. Perfekt. Martian Manhunter hat einige atlantische Gedanken entschlüsselt, bevor er ausgeschlossen wurde. Königin Mira hat diesen scheinbar verursacht und Aquaman ist der ebene Sklave. Sklave, hä? Verdächtig, oder? Aquaman ist hier Sklave, ja, okay. Ich erkenne Circes grausame Lügen in diesem Bestreben. Du musst diese Invasion aufhalten, wo sie beginnt. Martian Manhunter wird dich bei der verlassenen Werft treffen. Vielleicht könnt ihr zusammen zu Aquaman gelangen und ihn wieder zur Vernunft bringen. Ja, aber erst werde ich jetzt meine Dinger hier ausrüsten. Als erstes das
und das. Sieht ja sogar ganz cool aus. Und ich muss gerade mal eben schnell auf die Uhr gucken. Ja, ich kann es wagen, das in der nächsten Folge erst zu machen. Tschüss, mal wiedersehen.